Fritz Zapf hat in Köln etwa zwischen 1911 und 1915 Architektur aufgenommen, sehr gute Aufnahmen, und hat mit einer Kamera fotografiert, in die man ein Glasnegativ eingelegt hat. Man muss sich eben klar machen, dass die Fotografie dieser Zeit etwas sehr Zeitaufwendiges war. Es ist offensichtlich eine Aufnahme, die eine sehr lange Belichtungsdauer hatte. Menschen sind im Vordergrund durch das Bild gelaufen und sie sind wie so Schatten zu sehen. Ich stelle mir vor, ich höre jetzt im Hintergrund das Pferdefuhrwerk und ich frage mich natürlich, wie sieht diese Straßenecke heute aus? Im Vergleich zum heutigen Köln ist das natürlich eine ganz andere Ansicht. Und genau darin liegt auch der ganz besondere Wert dieses Bestandes, dass wir nämlich ein Verständnis davon bekommen, wie Köln ausgesehen hat in dieser Zeit.